Die Urlaubssaison nähert sich dem Ende zu. Der eine oder andere plant schon die Herbstferien oder hat eben jetzt erst im Herbst Urlaub, wie ich zum Beispiel. Da stellt sich dann die Frage, wohin kann man denn jetzt heute trotz Corona noch als Arbeitnehmer noch beruhigt reisen? Guten Tag, mein Name ist Alexander Brederek, ich bin Fachanwalt für Arbeitsrecht und wir hatten eine turbulente Woche im Zusammenhang mit den Fragen der Reiserückkehrer. Dürfen die einfach so an den Arbeitsplatz? Was ist mit den Tests? Wie lange müssen die in Quarantäne? Muss der Arbeitgeber zahlen? Viele, viele teils schwer zu klärende Fragen. Es wurde angekündigt, dass die kostenlosen Tests zum 1. Oktober wegfallen sollen, dass sich dann jeder Rückkehrer in Quarantäne begeben muss. Und es stellt sich dann natürlich die Frage, bekomme ich Geld? Hier will die Bundesregierung eine Gesetzesänderung, stand jedenfalls 2.9., weiß ich nichts anderes als diese Ankündigung, eine Gesetzesänderung vornehmen und es soll künftig keine Entschädigung für die Quarantäne kraft Infektionsschutzgesetz mehr gezahlt werden. Ich hatte darauf hingewiesen, dass ich das für höchst problematisch halte, weil jemand dann für die Quarantäne keine Entschädigung bekommt, der sich vorsichtig im Ausland bewegt hat und nicht krank geworden ist. Jemand, der an Corona erkrankt ist, weil er auf dem Ballermann eine Corona-Party gefeiert hat und Corona-Cocktail getrunken hat, der bekommt eine Geldvorzahlung. Das ist ein Missverhältnis. Das hat weder was mit dem Gefühl der billig und gerechtdenkenden zu tun, noch mit, aus meiner Sicht, mit den Regelungen des Infektionsschutzgesetzes. Denn diese Quarantäne wird ja im Allgemeinwohl verhängt. Und das, insofern so muss eigentlich meiner Ansicht nach auch die Allgemeinheit die Kosten, die Folgekosten dieser Quarantäne tragen. Aber es geht ja in dem Fall auch nur um die Leute, die bewusst in ein Risikogebiet fahren und die, die also in ein Gebiet fahren, was kein Risikogebiet ist und dann während des Urlaubs dort, das zum Risikogebiet wird, die sollen weiter die Entschädigung bekommen. Sodass im Prinzip jeder in ein Gebiet fahren kann, das kein Risikogebiet ist. Da kann man im Moment problemlos hinfahren. Die Infektionsgefahren muss jeder für sich selbst abschätzen. Welches Risiko er eingehen will, muss jeder für sich selbst einschätzen. Ob man wirklich jetzt in den Flieger steigen muss und so weiter, muss jeder selbst einschätzen. Ist nicht meine Sache, müssen Sie selber überlegen. Ich beurteile das hier nur arbeitsrechtlich. Und arbeitsrechtlich ist die Reise in Nicht-Risikogebiete derzeit nach wie vor nicht gefährlich. Wenn Sie sich jetzt informieren wollen, was in den einzelnen Gebieten, was Risikogebiete sind und was so vielleicht ein bisschen mehr, wie gefährlich das abseits der Frage Risikogebiet ist, empfehle ich Ihnen eine sehr schöne Zusammenfassung, die ich in Vorbereitung für das Video gefunden habe, auf deutschewelle.dw.com. Das heißt Urlaub trotz Corona. In diese europäischen Länder können Touristen noch reisen. Und da wird für jedes Land schön erklärt, wie gefährlich das jeweils ist. Ich habe mich speziell für Dänemark interessiert, denn ich konnte meinen Dänemark-Urlaub wir fahren mit unserem kleinen Sohn immer gerne da in diese Ferienhäuser in Dänemark, weil das einfach so ganz gut passt. Ja, im Moment in seinem Alter, man kann dort, hat eine gute Basis und kann eine Menge machen. Und wir sind auch nicht so die im Moment nicht so die Sommerhitzeurlauber. Also wollten wir im Frühjahr fahren, konnten nicht fahren nach Dänemark, weil noch die Grenzen dicht waren. Wir waren also mit dem Urlaubsplanung eine Woche zu früh. Und jetzt haben wir gehofft, dass es so bleibt, dass die Grenzen offen sind. Es ist momentan tatsächlich so in Dänemark, jetzt habe ich es verblättert, hier hatte ich es eben, also wenig Ansteckungen, kein Risikogebiet. Und das Heikle für uns waren, wir wollen nach Bornholm, war die Fähre. Die habe ich jetzt gerade auch gebucht. Also Fähre fährt auch. Bin mal gespannt, wie das auf der Fähre dann so alles ist. Ich werde auch darüber berichten, also wie es mir persönlich ergangen ist. Auf jeden Fall braucht man auch in Dänemark nicht mehr diese 6 Übernachtungen, die man vorher mindestens buchen musste. Das war eine sehr umstrittene Regelung, die zwischenzeitlich aufgehoben wurde. Ja, soweit. Also wenn Sie in ein Nicht-Risikogebiet fahren, dann sind Sie arbeitsrechtlich gesehen absolut auf der sicheren Seite. Sie müssen zwar damit rechnen, wenn das zwischenzeitlich dann, während Sie weg sind, zum Risikogebiet wird, dass Sie die Quarantäne bekommen, wenn Sie wieder herbekommen. Sie bekommen aber auf jeden Fall dann die Entschädigung. Eine Änderung, die auch das wegfallen lassen würde, würde ich für
und also für nicht verfassungsgemäß halten. Ja, es ist ja, die Quarantäne ist ja ein herber Eingriff in die Grundrechte, und dann, wenn der Staat das macht, muss er umgekehrt auch eine entsprechende Ausgleichsmaßnahme wie diese Entschädigung zum Beispiel durchführen, aus meiner Sicht jedenfalls. Ja, aber Sie wissen immer, ich bin Arbeitsrechtler, ich bin nicht für die Grundrechte im Prinzip nur eingeschränkt zuständig, aber das, so weit würde ich in meiner Prognose schon gehen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Abonnieren Sie gerne den Kanal. Es gibt hier immer frische Videos zu den Themen rund ums Arbeitsrecht, Mietrecht, andere Rechtsgebiete und eben gerade momentan auch viel zum Thema Corona. Danke. Tschüss.